finden. Ja, aber wir können das einfach finanziell nicht schultern. Die Energiepreise sind um 100% gestiegen bei uns. Das macht pro Monat ca. 2000 Euro aus. Seit über 100 Tagen kämpfe ich nun schon um mein Unternehmen. Die Ernährungssicherung dieses Landes ist systemrelevant. Aber wenn dann plötzlich dieser ganze Stall leer wird, das ist schon schwierig für uns alle. Das ist eine Enteignung. Eine Enteignung auf Gentleman-Art. Das ist, glaube ich, eine Meinung, selbst wenn hier diese Regierung nicht mehr regieren würde und die Union regieren würde oder wer auch immer regieren würde, würde ein Landwirtschaftsminister von welcher Partei auch immer, immer sagen, Ernährungssicherung ist systemrelevant. Das hat immer oberste Priorität zu sein. Das ist ja wohl sowas von klar. Die Bürger dieses Landes, die arbeitende Bevölkerung und der Mittelstand, die Industrie, brauchen Freiheit und Luft zum Atmen und nicht immer neue Vorschriften und Gängelein. Um in dieser Krise zu bestehen, muss unser Land die Ursachen von Inflation und Energiekrise angehen. Davon habe ich von Ihnen nichts gehört.